Willkommen, ihr auffällig gut aussehenden Personen, hier bei einem neuen Blind-Let's-Play von Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft auf meinem Kanal Nussknackers Welten. Los geht es! Indiana Jones und die Kaisergruft. Enter drücken. Okay. Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Neues Spiel, Spielladen, mitwirkende Artefakte. Mitwirkende Artefakte lassen wir erstmal aus. Neues Spiel. NKW, wo kommt das her? Drücken wir drauf. Überschreiben bestätigt? Ja. Einer meiner Milliarden Testspielstände. Denn dieses Spiel hatte es nötig. Start. Cylon. Da kommt der gute Tee her. Der Karte nach markiert dieser Steinkopf den Eingang in die verlorene Stadt. Unter der Stadt liegt der Tempel der dunklen Flussgöttin mit dem Götzen von Koruvatu. Ich bin fast da. Sind die Standardeinstellungen aktiviert, bewegst du Indy mit WSAD. Die Standardeinstellungen sind deaktiviert. Option. Steuerung. Gamepad bitte aus, weil das ist miserabel zu steuern und nur die Hälfte der Tasten sind belegbar. So ist das besser. Ja, da haben wir Indy. Und der sieht irgendwie traurig aus. Ich weiß nicht warum, es fällt mir jedes Mal auf, wenn ich ihn ansehe. Willkommen beim Nachfolger von der Turm von Babel, der sich tatsächlich richtig froh steuern lässt. Zumindest mit der Tastatur, wie gesagt. Ey, pst. Die mögen mich nicht so. So. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ich musste ein bisschen herumtricksen hier beim Spiel. Es ist wieder die GOG-Version. Wie auch schon zuvor. Ich musste mir einmal einen Fix für die Auflösung raussuchen, weil das Spiel ist 20 Jahre alt. Es kam 2003 raus. Und ja. Sowas wie 4K war noch nicht vorstellbar. Zudem habe ich alle Videosequenzen des Spiels einmal in ein modernes Videoformat umgewandelt, sich hochgerechnet und wieder in das alte Videoformat runtergewandelt, damit wir auch was sehen können und ihr nicht nur Briefmarken vor der Nase habt. Okay. Indy kann boxen. Das ist wichtig, das ist gut. Indy kann Sachen auswählen. Das kann ich mal peitschen. Yes. Gut. Okay. Ja. Dann legen wir los. Wasser! Suche geheime Bereiche. Suche in diesem Bereich nach Artefakten und nützlichen Gegenständen. Okay. Indy klettert automatisch. Voll cool. Mit E kannst du Gegenstände aufheben. Ich bin ein reicher Mann. Wenn ich das hier überlebe. Das werden wir doch mal sehr hoffen. Denn ich hoffe, du hast noch sehr viele weitere Spiele vor dir. Ihr werdet merken, dass das nicht das Spiel ist, was ihr eigentlich spielen wollte. Ich hatte eigentlich ein Spiel vorzuspielen, was auch ähnlich ist, aber ohne Indiana Jones ist. Das Rundenstrategiespiel. Ja, wie heißt es denn? League of the Light Dinger? Es war ein lustiges Strategiespiel mit Setting 1930er, 40er. Ähnlich zu steuern wie XCOM. Mit verschiedenen Spezialisten oder Experten, Schurken, Infiltrationsspezialisten, Lamplighters Leaks. Entschuldigung, ich wollte den Namen nicht verschandeln. Ich habe es mir angesehen, aber ich muss sagen, es war irgendwie nichts gut zum Aufnehmen. Deswegen habe ich es nicht aufgenommen. Vielleicht gucke ich später irgendwann mal rein in einem angespielt. Aktuell nicht. So, erstmal Konzentration, Nussknacker. Was ist das hier? Und warum ist Indy so aus der Puste? Ich glaube, er ist Marathon hergelaufen oder sowas. Die verschiedenen Symbole in der rechten Bildschirmleiste zeigen an, was Indy in einer Situation tun kann.
keine Symbole. Das bedeutet, Indy ist einfach nur machtlos. Vögel. Und irgendwas Leuchtendes. Ich könnte hier eigentlich meine Feldflasche auffüllen. Ja? Cool. Es gibt also wahrscheinlich eine lebenswichtige Trinkmechanik. Wähle die Feldflasche aus und halte die rechte Maustaste gedrückt, um sie aufzufüllen wahrscheinlich. Hä? Nee, ist wirklich komplett aus der Puste. Ich mache mir echt Sorgen um ihn, ne? Ruhe ich mal aus. Stürzt Indy aus großer Höhe ab, verletzt er sich. Springe jetzt in den Bereich direkt vor dir. In dem Bereich? Da ist ein Loch. Springe mal drüber. Voll das Spiel ausgetrickst. Mit E kannst du dich schon aufheben. Da. Eins Machete. Yes. Wir haben immer so zwei Angriffe. Einmal den hier und einmal so zustechen. Nimm dies, Mutter. Oh, die Tür ist eingestürzt. Wie Indy hechelt, ne? Tut mir echt voll leid. Und, ein großes Update zur alten Version zum anderen Spiel. Indy kann springen, während er was in der Hand hat. Cool. Ah, da geht's runter. Na toll. Mit Pfeiltasten links und rechts kannst du Dinge tun. Irgendwas, was ich nicht lesen konnte. Ich schaue mir alles an, ne? Das Spiel ist blind. Ich muss irgendwie durch das Gestrüpp. Ist eine Idee, ja. Ich habe ja meine Peitsche dabei. Oh, richtig. Er ist Indy. Halt dich fest. Ich habe die Bilddateien für die Symbole nicht gefunden. Ich habe die gesucht und für die Fonts. Aber, ja. Es war kein Format, das ich umwandeln konnte. Ich bin schon froh, dass ich die Grafik und die Videos das Wichtigste ändern konnte. Gut. Bin laden. Ja, gut. Dann wollen wir mal. Okay. Er kam jetzt so spät zu seiner eigenen Beerdigung. Das Loch war schon zu, bevor er ankam. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Elfenbeinjäger. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Ich muss aufpassen. Ja. Indy, pass bloß auf, ne? Ich mein Jäger, die mag ich ja gar nicht mal. Yeah. Okay, ich habe Schiff gedrückt. Gut. Yeah. Man könnte fast glauben, ich hätte das schon mal gemacht. Da ist er. Da ist er. Nein! Er hat eine Machete, Vorsicht! Ich bin der Machetenmann. Komm mir nicht zu nahe. Durch mich ist das Spiel ein bisschen brutaler geworden als Turm von Babel. Revolver-Munition. Da, eine Schaufel. Da, Gegner. Ich hörte Angriff ist die beste Verteidigung. Gucken wir mal, ob das stimmt. Guten Tag. Oh yeah. Sie
sieht ganz gut aus. Kamerasteuerung. Als ob ihn nie jemals Gnade walten lassen würde. Auch nicht mit Elfenbeinjägern. Auch Elfenbein gehört zu einem Museum. Okay, es wirkt bei Double Dragon, dass ja Gegenstände rumliegen und man die dann zum Kampf benutzen kann. Hier, diesmal kaputte Flaschen. Und Indy hat hier das Master-Ding gefunden, die Schaufel. Na gut. So, Dalla. Das ist sehr hoch. Das kann ich nicht schneiden. Indy, warum ist er runtergelaufen? Ich habe da nicht den Befehl dazu gegeben. Wahrscheinlich hat er Selbstbewusstsein erlangt und erledigt seine Abenteuer ohne mich. So ist er schneller. Ah, schau mal, na guck. Als ob ich es irgendwie geahnt hätte. Na komm. Gut. Halt E gedrückt, um Indys Feldflasche am Brunnen aufzufüllen zu tun. Geh auch mal ran. Und du kannst sie auch benutzen. Da oben der grüne Balken geht über die Grafik hinaus. In die Füllnehme. Da füll wenigstens auf. Dankeschön. Ja, Schnetzel, Schnetzel. Muss überhaupt nicht sein, ich mach's trotzdem. So, schwing dein Ding, heißt es. Soweit, ne? Da stand gerade, falls ihr es nicht lesen konntet, du kannst mit W und S schaukeln und mit deiner Maustaste springen. Du kannst auch E drücken und da quetscht sich irgendwie an Mauern ran. Nein, tut er aktuell nicht. Ach, sogar mit Sachen in der Hand geht das. Ist ja aufregend. Drücke E, um nicht von der Mauer zu lösen, wie ein Schatten aus der Nacht. Okay. Moment, will ich testen. Karte, Machete. Drin, ne? Was ist das für ein Mist? Für eine wichtige archäologische Entdeckung, meine ich. Ruhm und Reichtum. Ich komme. Das sind Indys neue Ziele übrigens. ja. Okay, dann das Ganze nochmal. Okay. Boden ist puttig. Mit der Peitsche kannst du die kaputte Säule umwerfen. Okay. Nein, ich erreiche sie nämlich nicht. So ist das gedacht. Überfordert mich doch nicht, mich alten Mann hier. Schon schick hier, ne? Das ist, glaube ich, ein spätes PS2-Spiel, wogegen Turm von Babel eins der frühen Titel war für die PS2. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo anders lang kann, so alternative Wege oder sowas. Aber wie es aussieht, geht es erst einmal nur bergab. Okay. Nicht erschrecken, Indy.
Ich finde das ja gerade schick, deswegen gucke ich mich um, ne? Ich möchte euch damit nicht stören, natürlich. Mit meinem Entdeckerdrang. Kann Indy eigentlich schwimmen? Drücke gleichzeitig die Leertaste und W, damit Indy unter Wasser taucht. Und dann kannst du weiter gucken. Was war bei Turm von Babel einfacher? Er schwimmt aber auch milliardenfach schneller als im ersten Teil. Vorgängerteil, nicht im ersten. Sind diese Blumen zu irgendwas wichtig da? Das ist nur Gemüse. Das ist nur Gemüse. Okay, muss man ja mal wissen, ne? Andererseits, ob mir das Spiel das gesagt hat, das machen kann. Das ist nicht spannend. Es gibt da ist Wasser. Bin aber gerade selbst in welchem, deswegen ist mir das nicht so wichtig. Ach, das ist doch wohl nicht zu hoch für dich. Okay, dann geht daran. Taschen. Darkin. Alles dabei. Das sieht so noch gut aus, ne? Bis man es dann dreht und sieht, dass nur Textur ist. Naja. Meine Theorie ist, ich muss da zur Tür. Hier ist nur ein Brunnen. Ta. Steuerung. Immer diese Steuerung. Wann wurde nochmal die vernünftige Gamepad-Steuerung erfunden? Jahre später, ne? Okay, ich kann darüber, dann vielleicht darauf und darauf und darauf und darüber. Versuchen wir es mal. Knapp daneben ist auch vorbei. Meine Güte. Versteht mein Gemecker nicht falsch, ne? Das Spiel ist gut, es macht mir gerade Spaß. Aber es sind doch Dinge, die mir auffallen. Und die möchte ich bemängeln. Oh oh. Ist die Weinranke rechts von dir? Springe auf die Ranke, damit Indy nachher greift. Such den verdammten Amerikaner! Von Beck will seinen Kopf! Typisch deutsch. Ich würde gerne an diese Ranke springen, Indy. Kannst du mir dabei helfen? Muss ich dafür sehen können, okay. Okay, ich mag die Steuerung des ersten Teils. Nicht des ersten Teils. Des ersten 3D-Teils von Indy bemängelt haben, ne? Aber. Man kann sagen, was man will. Man konnte wenigstens vernünftig springen. Machete. Fürchte dich. Denn hier kommt Indy. Alter. Leg doch mal die Knarre weg. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass das Ding einen umhaut. Ey, mein Hut. Junge. Ey, ich habe keine Sonnencreme auf meine Glatze gehauen. So gefällt mir das schon besser. ein Schuss. Den sparen wir uns für später mal auf. Ja, so gefällt mir das schon besser. Naja. Wenn du es sagst. Oh, könnte doch besser sein. Naja. Es muss ja was geben, wo ich mich rüberhangeln könnte. So, Leute. Bitten wir an die großen Götter der Kamera. Gemeinsam. Und
Indy kann sich zu Höhe legen und hinaufziehen. Okay, ich möchte mich aber bloß rüberhangeln, glaube ich. Ich wollte gerade nicht zur Wand gucken. So, darum sagt er das. Dankeschön. Hätte mehr Spendengelder für diese Aktion sammeln können, dann hätte ich hier vielleicht ein ganzes Team von Archäologen rangeholt. Und so muss Indy wieder alles selbst machen. Indy ist ein Professor, der seinen Schülern noch aus erster Hand seine Dinge lehrt, ne? Sowas findet man heutzutage nicht mehr. Sag, liegt da was? Nein, es ist nur ein Lichteffekt. Ich mach grad nichts, Indy steuert sich gerade selbst. Indy, hör auf damit. Du bist keine KI. Du stehst unter meiner Kontrolle. Mal aus. Abtauchen. Toll. Ich dachte, gäb's was. Ein Klotz. Naja. Und glaub mir, die Gamepad-Steuerung ist noch schlimmer. Der Spiel greift ja eine Tastatur. Ich meine, diese wunderschön gestaltete Umgebung an. Und schau nicht so traurig. Testen wir mal die Hebelwirkung. Willst du aus ein... Was? Alter! Was stand da? Er sagt, wenn du deine Schrotflinte ziehen willst, dann was? Zuck das Ding. Das geht auch. Ich werde wohl im Schnitt die ganzen Tutorial-Informationen nachlesen müssen. Weg die Knarre weg. Hey. Das auch. Ich laufe hier rum. Okay. Das schreit nach Peitsche. Wir haben eigentlich dafür gesorgt, dass die ganzen Fackeln und Augen die ganze Zeit leuchten. Eine der vielen Fragen, die ich als Archäologe aufzuklären gedenke. Aua! Wieso lebst du noch? Da ist nicht erlaubt. Übrigens, ne?
dein, Hallo? Es ist ihm einfach scheißegal. Gewerkschaftspause. Ist er gerade an der Wand abgesprungen? Schade. Er ist voll cool gekommen. Nehme meine Machete ab, genau. Davon kann man niemals genug haben. Niemals. Meine. Aber coole Action. Macht schon Spaß. Ein Feuerchen. Ah, genieß. Gut. Mein kleiner Dark Souls Moment für euch. Ein Spiel, was ich niemals spielen werde. Ah. Eine der mächtigsten Waffen, die je erfunden wurden. Hat die Machete weggeschmissen. Ich habe aber noch einen auf Lager, keine Sorge. Hey. Noch eins. Achso, ist das gleiche. Natürlich. Das wusste ich. Da unten ist mal noch ein Typ. Ich gehe mal runter zu dem. Ich muss mich mit dem mal unterhalten. Und Spiel, bitte reagiere auf meine Eingaben hier. Das wäre mir sehr wichtig. Hier können wir unsere Flasche auffüllen. Vorher prügeln wir uns aber nochmal mit dem Gesellen, der da unten war. Bist denn du? Ey. Ey. Hier war doch noch jemand. Ja. Ich weiß, was gut für ihn ist. Dann gulpen wir mal ein. Gulp, gulp, gulp. Ah, wundervoll. Die nehme ich mal mit. Ich kann da hinten rüber. Ich weiß nicht warum, aber ich will dahin. Oben sind Sachen drin. Habe ich da den Eingang übersehen? Ich habe den Eingang übersehen, ne? Phantomschaufel, da ist sie wieder. Nein. Mysteriös, mysteriös. Man könnte fast glauben, es wäre Dekoration. Aber sowas macht hier keiner. Hm. Ja, schwing und greife nach der Kante vor dir. Schwingen. Kann auch einfach hochgehen da hinten. Mhm, wohl nicht. Okay, gut. Du hast gelernt. Ja. So, den verdammten Amerikaner. Von weg will seinen Kopf. Manche Leute sammeln halt einfach komische Sachen. Muss man denen schon lassen. Faustkampf? Faustkampf. Krokodiler!
Indy hat Stahlkappen in seinen Stiefeln. Bert. Naja. Oh. Indy, wähl das auch aus. Gib mir das mal. Funktioniert scheinbar. Gut, ich würde mal gucken, ob die Rohre verstopft sind oder sowas. Ja, mach das mal weg. Okay, dann den ganzen Weg zurück. So wie es sein sollte. Schwupps. Medikit und Patronen für Schrotflinte. Schön. Ah, und die kann sie auch mit schrägen Sprüngen noch irgendwo festhalten. Das ist neu, das war vorher nicht da. Aufwäldchen! Komm her! Nein, bleib nicht zurück! Okay, es war die Rede von irgendwo festhalten und schwingen. Nur, wo? War da diese Kante gemeint? Springe und greife nach der Kante vor dir. Das könnte ein Hinweis sein. Verdammten Amerikaner, Van Beck will seinen Kopf. Ja. Wo bist denn du? Ey. Ey, wo bist denn du? Hallo. Mein Schatz. Oi, er ist hier. Ah. Schlage einen Gegner mit einer Peitsche. Nö. Indy tritt nochmal nach. So kennen wir ihn. So, das war sicher ein sehr wertvoller Hinweis, der mich später weitergebracht hätte. Aber leider habe ich ihn nicht lesen können. Ah, leider Gottes muss ich jetzt... Hier ist die Wand dünner. Wenn ich Sprengstoff hätte, könnte ich ein Loch in die Mauer sprengen. Verdammte Moskitos! Explosive Moskitos? Schnappt ihn euch, Jungs! Oh. Alter! Komm her! Dafür zahlt Van Beck nicht genug, Mann! Maul kann sie in Luft sprengen, ja, ich weiß. Mit. Wahrscheinlich mit Sprengstoff, ne? Das Spiel kann ich halt auch, ne? Momentos. Weiß das Ding noch nicht weg? Wo ist der Typ? Such diesen verdammten Amerikaner. Lautze. Ah, Sprengstoff. Das ist immer noch meine Machete. Ich habe genug Macheten. Sollte gehen. Ah!
Ja. Yeah. Verdammt, sind wir eingesperrt? Wir werden es erfahren in der nächsten Folge von Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich schon darauf, auf das alles, was noch kommen mag. Und natürlich vor allem auf euch. Euer Nussknacker. Bye bye.